Hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und dies ist mein VDO-Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute die irrsinnigen Quasseleien, könnte ich mal fast sagen, bevor ein erstes Online-Date überhaupt zustande kommt. Finde ich eine coole Mail. Also jetzt wird diese Mail ganz gerne mal so ein bisschen beispielhaft zeigen, weil also jetzt so, wie es in dieser Mail oder auf andere Arten, kennt, glaube ich, jeder, der Online-Dating macht, kennt so völlig irrwitzige Gesprächsverläufe, die es, glaube ich, echt nur im Online-Dating gibt. Und mit einem Grund, warum ich dann nicht mehr viel von halte. Aber wie gesagt, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, das zu machen, macht's ruhig. So, hallo Christian, ich habe im Moment einen komplizierten Kennenlernprozess. Also wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, geht's über ein Formular auf liebeschipp.de mit einem Mann. Und ich weiß nicht so recht, ob er an sich arbeiten müsste. Ich hatte davor eine sehr turbulente Kennenlernphase mit einem Mann, der stark vermeidende Bindungsangst hat. Haben uns im echten Leben auf einer Party kennengelernt und es war sofort Verliebtheit da. Ich selbst war unheimlich in der Liebessucht und habe sehr gelitten. Daraus ist jetzt scheinbar nichts geworden. Dadurch habe ich angefangen, ganz stark an mir zu arbeiten, mit Hilfe deines Kanals, anderen YouTubern und Internetauftritten. Das hat mir schon sehr weitergeholfen, mein Mindset zu ändern. Ach genau, was ich noch vergessen habe, man kann übrigens ab jetzt wieder für eine begrenzte Zeit in meine Liebeschipp Plus Mitgliedschaft einsteigen mit Forum und Meditationen. Da hatten, glaube ich, einige drauf gewartet. Und auch in den Liebeschipp Pro Kurs für die Fortgeschritteneren wieder. Genau, ich vergessen. Aber jetzt weiter im Text. So, mein Glaubenssatz, der mich bisher mal quälte, war, nicht gut genug zu sein, nicht hübsch genug, interessant genug, liebenswert genug. Dementsprechend habe ich bei neuen Bekanntschaften immer stark gemauert. Und unterbewusst sabotiert. Mit meinem neuen Selbstbewusstsein habe ich mich nun bei einer Online-Börse angemeldet, um ins Dating-Training zu kommen. Bisher lief das auch ganz gut. Hatte viele nette, unverkrampfte Kontakte in kurzer Zeit und auf Treffen. Jetzt reden wir hier über eine übliche, bezahlte Online-Börse. Dabei merkte ich immer sofort, dass diese Männer nichts für mich waren, da sie nicht in ihrer männlichen Polarität waren. Das ist aber nicht schlimm. Dann habe ich mich einfach weiter umgesehen. Okay? Nun war beim Online-Dating auch ein Mann dabei, der etwas in mir triggerte. Ich war sehr interessiert an ihm, konnte aber nur verkrampft kommunizieren, da ich ständig überlegte, wie ich besonders witzig, herzlich oder sonst wie rüberkommen könnte. Gut, das kann jetzt entweder daran liegen, dass du ihn so gut findest, was okay wäre, oder es kann daran liegen, dass er dich eben triggert, weil du eben in ihm spürst, diese kritische Seite, die ja auch im Minuspol oft ist, und du deswegen jetzt sozusagen Vorwege schon wieder anfängst mit diesem Rechtfertigen, bin ich gut genug? Also muss man immer überlegen, ob man wirklich jemand daten will, der einen triggert. Also natürlich kann man da immer lernen. Super, zum Lernen gut, aber für längere Beziehungen. So, am Ende waren meine Nachrichten dann eher sachlich. Oft legte ich das Handy nach einer Nachricht von ihm erstmal ein paar Stunden weg, weil ich einfach nicht spontan angemessen antworten kann. Gut, jetzt könnte man sich denken, was glaube ich auch gleich passiert, dass das wiederum natürlich dein Gegenüber antriggert. Obwohl, ehrlich gesagt, ich finde, solange man sich noch nicht mal getroffen hat, ist es total in Ordnung, stundenlang nicht zu antworten. Aber ja, wenn man jetzt ganz schön sieht, dass ihr euch, glaube ich, beide triggert. Und das ist eigentlich ein Indiz, dass man einfach feststellen sollte, man ist vielleicht nicht kompatibel. So, ne? So, jetzt ist es leider so, dass er sehr sensibel auf meine Nachrichten reagiert und ein geplantes Treffen kurz vorher absagte und mir einen Korb gab. Mit der Begründung, dass von mir zu wenig Interesse kam. Das halte ich für eine völlig irrwitzige Aussage, weil wenn du mit ihm ein Date ausgemacht hast, gibt es ja wohl offensichtlich genug Interesse. Also das finde ich schon wieder völlig schräg, völlig schräg.
Der kann doch nicht sagen, dass du kein Interesse hast, wenn du dich mit ihm triffst. Oh, und das ist aber das Problem, glaube ich, was vor allen Dingen bei Männern, glaube ich, im Online-Dating, dass da immer so eine riesen Erwartungshaltung ist, wann man antwortet, wie man antwortet, also dieses Kränkungspotenzial, also dass Menschen so gekränkt reagieren. Ich glaube, es ist bei Männern noch mehr, weil die insgesamt mehr Abfuhren kriegen in der Regel im Online-Dating. Aber das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn jemand, bevor man sich überhaupt gesehen hat, schon irgendwie gekränkt ist oder muss auch gar nicht heißen, dass mit dem was nicht in Ordnung ist, aber passt es vielleicht einfach nicht, ne? So, und Leute, die also ohne, ja, also abgesagt das erste Date ist überhaupt immer egal, wie das zustande gekommen ist. Also ich glaube nicht, dass in meinem Leben zumindest, ich habe ja früher auch mal online gedatet, dass da schon mal irgendwas Vernünftiges bei rausgekommen wäre. Also immer ein schlechtes Zeichen, egal wie es zustande gekommen ist, die Absage. Ich sagte ihm, dass es nicht meine Absicht war, ich Interesse hätte und diese Form der Kommunikation über WhatsApp einfach nicht meine Stärke sei. Sehr gute Antwort. Also ich finde es auch okay, wenn du sagst, ich möchte jetzt trainieren, ich zeige mich jetzt vulnerabel, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, wunderbar. Also mit Ausnahme mit dem, was ich vorher gesagt habe, ist es eigentlich, ab diesem Punkt glaube ich, keinen Sinn mehr macht. Aber wenn es so als Training, meinetwegen. Außerdem sei er ein Fremder und da könnte ich mich noch nicht so öffnen wie später einmal. Okay. Aber er hat natürlich auch ein Recht auf seine Emotionen, ne? Also, ich meine, er ist ja auch getriggert. Er kann ja auch sagen, was mit ihm ist, ne? Er willigte ein, es nochmals mit einem Treffen zu versuchen. Dieses Mal sagte er ein paar Stunden vorher ab und gab mir einen Korb. Also, das ist genau das Problem. Ich kann nur immer wieder sagen, wie so ein Esel, haltet euch an die Fakten und nicht so viel an dieses, was gesagt wird, sondern was passiert. Und was passiert hier? Es werden Dates abgesagt. Und das ist wirklich genau, also was ich auch früher, 1897, im Online-Dating schon erlebt habe, wenn erstmal ein Date abgesagt worden ist, dann folgt meist das zweite. Und ob diese Begründung, die er dir jetzt liefert, warum er dich dann doch nicht treffen will, ob die stimmen, das weiß doch kein Mensch. Vielleicht will er dich nicht treffen, weil er schon fünf andere Dates hat mit irgendjemandem. Das weißt du doch alles nicht, das sagt ihm. Hast ja diese Probleme Online-Dating, das sagt ihm ja kein Mensch, was wirklich Sache ist. Ne? Er meinte dieses Mal, wir würden nicht zusammenpassen, da ich nicht die gewünschte Art von Humor hätte. Also es ist eindeutig, ist er schon voll in diesem Kritikmodus und kein Wunder, dass sich das getriggert hat, ne, vom Anfang der Mail. Obwohl ich ihm optisch sehr gefalle und sonst auch alles passen würde. Bis dahin hatten wir uns noch nie gesehen und nur über die App bzw. WhatsApp geschrieben. Ich antworte, dass ich das sehr schade finde. Also ich muss wirklich mal irgendwann loslassen und dein Ego noch ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Du kommst mit dieser Ablehnung jetzt nicht klar hier, ne? Beziehungsweise dein Ego. Und hängst jetzt fest. Merkst es aber, glaube ich, auch nicht, weil hier kannst du schon längst loslassen. Lass es los. Und ich meine, da wird schon der nächste kommen. Das ist ja der einzige Vorteil vom Online-Dating, dass du einen nicht enden wollenden Strom von Interessenten oder ja, gut, je nach. Aber ich denke, für viele Frauen ist das so. Und dann lass es doch los, wirklich. So, ich antworte, dass ich das sehr schade finde, dass ich mich einfach sehr verkrampfe in der Kommunikation mit ihm und live freier sein kann. Jetzt fängst du schon wieder an zu diskutieren. Also das ist so ein bisschen dieses Problem, man hat sich noch nicht gesehen und die macht eigentlich schon so eine Art Paarberatung, ne? Das ist nicht, wie es sein soll. Es sollte am Anfang total glatt gehen, wie man durch Butter schneidet. Und eine warme Butter, keine gefrorene Butter. Nicht so wie hier. Er hätte ja nichts zu verlieren, mir einmal seine Stunde seiner Lebenszeit zu opfern. Also du bettelst hier fast um Geld. Ich weiß, du machst das nicht bewusst, ne? Aber lass das doch. Da ist so eindeutig ist dein Ego hier am Werk, irgendwie. Oder ein inneres Kind, schwer auseinanderzuhalten.
um sich wenigstens ein echtes Bild von mir zu machen. Ansonsten, schrieb ich, würde ich das Ganze natürlich akzeptieren und wünsche ihm alles Gute. Hast du auch mal prüfen müsstest, warum du hier so anhängst? Sieht er so gut aus? Hat er so einen guten Status? Also was? Was erhofft sich hier, das ist ja auch mal das Ego, was erhofft sich hier dein Ego, dass du so dran kleben bleibst? Musst du jetzt auch nicht irgendwie selbst übermäßig selbstkritisch stehen, aber einfach so neutral, ne? Ah, wieso bleibe ich hier eigentlich so hängen, ne? Für mich war die Sache damit abgehakt. Ich denke, er könnte auch bindungsängstlich sein, da ich mich im Chat mit ihm nicht völlig kalt und desinteressiert gezeigt habe, aber es ihm trotzdem nicht ausreichend war. Niemand kann dir sagen, was mit ihm ist, wenn ihr euch noch nicht mal gesehen habt. Das kann niemand sagen. Also, zu diesem, also, Bindungsangst tritt jetzt nicht unbedingt auf vor Date 0. Also, ist in aller Regel ist es Desinteresse. Ich habe immer geantwortet, Fragen gestellt, bin auf zwei Date-Vorschläge eingegangen, habe zwei Körbe hingenommen und trotzdem immer von ihm gesagt bekommen, ich würde zu wenig Interesse an ihm zeigen. Ja, hör doch nicht drauf. Das ist. Also entweder macht gar kein Online-Dating und wenn ihr Online-Dating macht, dann mit ganz starken Standards und Dealbreakern. Date abgesagt, tschüss. Oder spätestens zweite Date abgesagt, tschüss. Sinnlose, irrsinnige Kommunikation angefangen, tschüss. Also da machst du dich verrückt, wenn du mit Leuten, die aus dem Online-Dating kommen, so viel Zeit verdaddelst, wo ihr noch nicht mal. Das passt einfach nicht, ne? Es kam eine Woche Nachricht zurück, dass wir uns unter der Woche treffen könnten und er meine Seite verstehen kann und meine Offenheit schätzt. Er hätte mein Verhalten vorher nicht in diese Richtung interpretiert. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich es mit einem gestandenen Mann zu tun habe, der meine Restdefizite erkennt und damit hadert, oder ob er nicht Red Flags aufweist. Wo willst du noch Red Flags suchen, wenn er zwei Dates mit dir abgesagt hat? Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, also nach zwei Dates wird das dritte hundertprozentig auch abgesagt. Hundertprozentig. Es irritiert mich, dass er so viel Bestätigung von mir einfordert. Also beschäftige dich doch nicht mit einem Mann, den du überhaupt nicht, du nicht mal gesehen hast. Es lohnt sich nicht. Glaub mir, es lohnt sich nicht. Und so viel Wert in die schriftliche Kommunikation setzt. Ja, lest mein Buch. Ey, sofort treffen. Dieses ganze Geschreibsel, das ist so für den Arsch. Echt, wirklich. Klar, wenn es irgendwie nett ist oder, mein Gott, oder es dauert noch länger bis zum Date, da kann man mal kurz schreiben, aber ja. Also ein Auto kauft man auch nicht irgendwie mit so einer WhatsApp-Kommunikation. Das willst du auch angucken irgendwie. Gut, das hinkt jetzt ein bisschen der Vergleich, aber. Es ist wirklich, du kannst aus so einer Kommunikation vorher, da kann man nur sehen, ob es wenigstens einfach ist, mit jemandem ein Date zu machen. Und wenn das schon schwierig ist, das meinst du wieder eine eventuelle Datingphase, wie schwierig die dann ist, ne? Also schnell auf ein Treffen hingehen, dann weg vom Telefon, weg vom Handy, weg von E-Mails und erstmal warten, bis man sich gesehen hat. Hat das einen Sinn mit diesem Mann? Also, das kannst nur du wissen, aber mir wäre das schon lange, lange genug irgendwie. Wachse ich an ihm oder ist das ein altes Muster? Ja, also jede Situation, die wir bekommen im Leben, ist eine Wachstumschance, diese auch. Und ja, es ist wahrscheinlich ein altes Muster, dass dein Ego, das legt man ja auch nicht von heute auf morgen ab, ne, noch angetriggert ist, wenn du Ablehnung erfährst. Ne? Ja. Und wenn du weiter online daten willst, dann würde ich mich viel härtere Grenzen setzen und solchen Sachen überhaupt nicht beschäftigen, ey. Deswegen sind Regeln so gut im Online-Dating, ne? Zum Beispiel könnte eine Regel sein, zweite Date abgesagt, Nummer löschen. Oder, weiß ich nicht, kritisiert, bevor man sich überhaupt gesehen hat, Nummer löschen. Und dann haltet euch auch an diese Regeln, ne? Und unterwandert die nicht selber, ne? Das wäre mein Tipp. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.